Ach ja, Freunde. Gefühlt 2 Sekunden, nachdem ich die letzte News-Folge eben online stellte, leakte Minecraft einfach wieder etwas brandneues und zugegeben auch völlig unerwartetes auf Twitter. Minecraft Go, so sieht es jedenfalls aus, wird am 17. Mai 2019, also am 10. Minecraft-Geburtstag, das Licht der Welt erblicken. Infos sowie auch, ja, den Trailer in Anführungsstrichen, sofort nach dem Intro. Ich wünsche euch wieder einmal ganz viel Spaß. Ja, ich verstehe dich absolut. Ich musste meine Augen auch das ein oder andere Mal reiben, ob ich nicht gerade wirklich, ob ich gerade überhaupt richtig sehe, aber dem scheint tatsächlich so. Aber trotzdem vorher natürlich erst einmal willkommen, meine lieben Freunde, zu der, naja, 2. News-Folge am heutigen Tage oder Abend, könnte man eigentlich sagen. Aber ich muss mein Versprechen natürlich halten, dass ihr hier sofort die neuesten Leaks, Sneak Peeks und auch News zum Thema Minecraft erhaltet. Also daher auch natürlich auch direkt diese weitere News-Folge hier. Und direkt einmal cooler Übergang zur Eigenwerbung. Ich hoffe, ihr nehmt mir das auf jeden Fall nicht übel, aber jedenfalls, wenn du neu bist und auch keine weiteren News wie jetzt gerade verpassen möchtest, kannst du gerne ein völlig kostenloses Abo da lassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Jedenfalls, um aber auch direkt zum Thema zu kommen, Microsoft und Minecraft posteten vor einigen Minuten, wie gesagt, quasi nachdem ich das Video online stellte von eben, ein Video auf Twitter, was, naja, kein gewöhnliches Video ist, müsste man eigentlich mal sagen. Ihr habt es ja selbst gesehen, Minecraft Go, zumindest eine Art dergleichen, wird allem Anschein nach am 17. Mai 2019 veröffentlicht, also genau an dem Tag, an dem Minecraft quasi 10 Jahre alt wird. Sie posteten hierzu nämlich Folgendes. Was ist los bei Minecraft? Schalte Minecraft.net am 17. Mai ein, um es herauszufinden. Und darunter dann halt der eben gezeigte Trailer oder quasi der Trailer, der die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Nachdem Pokémon also den Schritt wagte, wird nun Minecraft tatsächlich folgen. Ein Handyspiel, was die Minecraft-Welt mit der realen Welt von uns also verbindet. Doch wie wird das Ganze aussehen? Also nachts kann man draußen gegen Mobs kämpfen, unten im Keller nach Erzen suchen und während man unterwegs ist ein paar Dörfer plündern. Ich habe ehrlich gesagt absolut gar keine Vorstellung und auch gar keine Ahnung und ich weiß auch gerade absolut nicht, wie ich auf dessen reagieren soll. Aber ich finde es natürlich richtig cool. Ich werde es mit Sicherheit auch ausprobieren, wie viele andere von euch sicher auch. Auch wenn die meisten jetzt natürlich sagen, Minecraft Go, echt jetzt? Also, das war's jetzt? Das war's natürlich nicht. Es wird wahrscheinlich noch viel mehr an dem Geburtstag veröffentlicht oder angekündigt, was auch immer. Aber trotzdem, was sagt ihr dazu? Hype ist real oder doch eher, och nö? Gerne eure Meinung ohne Gnade und auch ganz, ganz ehrlich bitte unten in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat die heutige 2. und auch kurze News-Folge gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt noch wirklich einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, es kommt keine 3. News-Folge noch heute online. Ich gehe aber nicht von aus. Trotzdem, natürlich bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. And I don't even really know why, but I'm good. Funny how we do everything we told, ain't it? Do something different, people look at you the strangest. Wonder how they looked at Picasso when he painted. Probably how your girl looked at me.